Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu LEGO City Undercover. Wir suchen immer noch... Nee, die Karre will ich. Das ist ein Notfall. Wir haben noch genügend Steine. Um hier die Brücke der Gelassenheit zu bauen, für den Tempel. Ja, die Karre hat es aber auch nie wirklich drauf. Hallo? Mal sehen, was der erzählt. Sorry, aber wir können die Brücke nicht runterlassen, bis der schäbige Kahn unter ihr weg ist. Entschuldigst du dich nicht für die Beleidigung meines Schiffes, bewegt sich hier gar nichts. Niemals, dieser stinkende Pott. Ja, immerhin gehört er mir. Dir gehört nicht mal die Brücke. Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin für sie verantwortlich. Mama hat mich viel lieber als dich. Was? Ich sag ihr, dass du das gesagt hast. Er blockiert immer noch die Brücke, dieser Trottel. Ich kann dich hören. Was hast du gesagt? Ich kann hier Steine finden, habe ich das gerade richtig gesehen? Zwecklos. Der bewegt sich keinen Meter. Ein Datenscanner. Egal, gucken wir uns lieber noch ein bisschen um. Also die Brücke ist gesperrt. Ich weiß ja auch, warum die eine Dame da gerade umgedreht hat. Kurz vor der Brücke. So wie alle anderen hier. So, lass uns nochmal gucken. Da ist ein super Stein. Jetzt nicht mehr. War aber gerade noch da. Mein Gott. Ich habe überhaupt keinen Grund, da zu bremsen. Da ist er. Ja, wo komme ich denn nicht dran? Mühselig. Immerhin sind in diesen Felsen dann tatsächlich Supersteine drin. Ah, hier ist noch einer. Sehr schön. 200.000, aber immerhin. Oben auf dem Dach ist auch noch einer. Ich denke mal, hier sind sicherlich genügend versteckt. Oh, erstmal das. Dach zu kommen. Wie viel war der wert? Hab ich gesehen. 3000, kann das sein? Na, hier brauchen wir sicherlich die Verkleidung für einen Gärtner oder sowas. Ah, sehr schön. Na, da kommen wir der Sache ja schon näher. 5 Stück noch. 5000. Der nicht hoch, ne? Da rutscht er ab. Egal, schauen wir uns noch ein bisschen um. Was ist das? Was soll das? Ah! Ist ja cool. Das ist aber, glaube ich, was da oben. Komm, spiel nochmal drauf. So, okay. Das ist so ein Astronautending. Ja, ja, wir fliegen auch noch ins Weltall mit Chase. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
Ja, so ein Astronautending ist das. Das können wir aber noch nicht benutzen. Hui! Na bitte. Wollen wir die Brücke jetzt schon errichten? Ich wollte eigentlich die Episode hier nutzen. Um ein bisschen... Oh ja, ist ja auch noch einer. Ein bisschen umzusehen hier. Ein bisschen durch die Stadt zu fahren. Wir können ja hier wieder hinkommen, das ist ja alles kein Problem. Halt! Stehen bleiben! Entschuldigung, Polizeiangelegenheit! Oh, ein bisschen die Landschaft genießen. Halt! Superstein! Oh cool, Ferienmobil. Sorry, das ist ein Notfall! Kann ich auch mit dem Fahrrad fahren? Geht bestimmt. Also es gibt bestimmt auch Fahrräder hier. Der kippt rum. Na, hier kommt er natürlich wieder nicht hoch. Mein Gott. Da kannst du wirklich gleich aussteigen und schieben. Ja, lass uns doch mal ein bisschen umgucken hier. Zurück in die Stadt fahren. Entschuldigung. Was ist das? Warum soll man hier nicht durch? Okay. Und damit ein Fahrzeug, das schnell genug ist, eventuell darüber jumpen. Tja, auch nur ein Fahrzeug, das schnell genug ist. Ich packe ihn mal eben zur Seite. Können wir uns ja einen Drakoner bestellen. Kostet ja nichts, oder? Kostenlose Lieferung. Der dürfte hier wohl schnell genug sein, den Jump zu vollziehen. Yes! Sauber. Das wollte ich gar nicht. Na ja gut, dann halt weiter. Gib Stoff. Wollte eigentlich aussteigen und mal gucken. Boah. Okay, ne, es hat immerhin Steine gegeben ohne Ende. Back in the city! Aber ich glaube, hier können wir auch mit der U-Bahn fahren, ne? Hier unten. Ich bin nicht sicher, ob man hier parken darf. Ich mach's einfach mal. Ich kann das dann wahrscheinlich gleich eh wieder weg. Könnte aber auch sein, dass hier einfach nur der Zug verkehrt. Ich sehe ihn nicht. Genau, mit der Karre hier runterfahren. Ah, da war ein Zug, verdammt. Unbedingt dann selbst Zug fahren. Ja, genau. Das ist genau das, was ich haben wollte. Rumjumpen. Na, meine Schuld war das nicht. Ach so, weil er jetzt die Lampe umgehauen hat. Na bitte, das hat sich doch gelohnt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Flughafen ist, dann wäre ich glücklich. Auf die Karte gucken. Das können wir rauszoomen. Den Bezirk hier, das kennen wir doch schon alles, oder? Da vorne fährt ein Zug, den könnte ich eigentlich einholen. Was sieht denn hier irgendwas nach dem Flughafen aus, nach einer Landebahn? Das hier, ne? Lego City Flughafen steht ja auch da. Kann das irgendwie markieren? Okay. Nee, ich will das markieren.
Ich will das markieren. Da muss ich die Markierung erst aufheben hier. Ich vermute fast, dass ich da noch gar nicht hin kann. Kommen wir erstmal weiter und gucken, ob die Brücke hier unten auf ist. Sonst können wir das nämlich vergessen. Dann kommen wir nämlich hier noch gar nicht rüber. Dass man das nicht markieren kann, ist jetzt aber irgendwie doof. Egal. Das ist doof, dass die Karte jetzt hier normal ausgerichtet ist und unsere Minimap sich immer in Richtung Norden dreht. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Das wäre ganz praktisch. Ja, hallo, ich komme. Ja, verdammt, ist gesperrt. Mal sehen, was der uns erzählt. Tut mir leid, die Brücke ist nicht sicher. Ich muss sie also den ganzen Tag lang bewachen. Ja, das hält mich doch nicht auf. Doch, das hält mich auf. Verdorcht nochmal. Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als jetzt mit der Story doch weiterzufahren. Fortzufahren. Ich glaube, wir können uns hier noch ein bisschen gucken in der Stadt. Hier war der Banküberfall. Jetzt hier hin. Entschuldigung. Officer. Müllwagen. Geil. Da soll ja nur Müllabfuhr spielen. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Hochgucken kann ich leider nicht. Das ist die Radiostation. Funkstation. Was soll ich denn hier mit Dynamit machen? Ich vermute, es wird er mir sagen, oder? Setzt er mir irgendwo einen Pfeil an? Nein. Schade. Ich habe gedacht, da könnte man hoch. Ich meine, da kann man auch hoch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir sind immer noch nicht am höchsten Punkt, sehe ich gerade. Hier geht es noch weiter hoch. Hier liegt eine tolle Aussicht da oben. Ist das Rex Fury? Rex Fury Statue, die wir zerstören müssen, die über die Stadt verteilt sind? Eine von 1000 oder so. Ja, nur 17. Kann ich Ferngläser benutzen? Schade. Schade. Halt. Noch was gesehen. Okay. Eigentlich wollte ich mir das hier angucken. Achso, ja. Steht denn hier auf dem Schild? Werbung für Sherlock Holmes. Geil! Detektiv freigeschaltet. Wuhu! Aber jetzt, zum Abschluss dieser Folge, werden wir hier nochmal ordentlich jumpen. Gar nicht übertrieben, der Spruch. Nein. Wow! Ja, toll! Schleudertrauma! Ja, das kann man wohl so sagen. Schleudertrauma. Hier ist ein Fragezeichen. Warum ist hier ein Fragezeichen?
Was ist hier damit gemeint? Abgeschlossen. Das können wir auch nicht benutzen. Noch nicht. Fehlt uns vermutlich irgendeine Verkleidung zu. Da rein. Unsinn. Gut, müssen wir dann halt irgendwelche Sachen vorher noch freischalten, bevor wir es nutzen können. Das können wir auch nicht benutzen. Na gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Können wir auf den Bus warten. So, während Chase hier auf den Bus wartet, mache ich einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Und dann würde ich sagen, fahren wir fort mit der Story-Mission. Das soll es für heute gewesen sein. Lego City Undercover. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.